Damit wir es nicht vergessen, möchte ich als erstes die Sechserhefte mit der Unterschrift der Eltern sehen. Danke. Elke? Ja? Philipp? Mein Vater war schlecht gelaunt und da habe ich mich nicht getraut. Ihm die Arbeit zu zeigen? Ja. Ich kann dich zwar verstehen, aber ich kann es nicht billigen, dass sich jeder den taktisch günstigsten Zeitpunkt für diese Unterschrift aussucht. Angie? Danke. Wenn ich diese Unterschrift richtig lese, heißt es Karin Krüger. Ja. Würdest du mir bitte sagen, wer das ist? Meine Mutter. Ach, Angie. Was soll das? Wir wissen beide, dass du keine Mutter hast. Doch. Was heißt doch? Ich habe doch eine Mutter. Und die heißt Karin Krüger. Du heißt aber Braun. Na und? Ja, willst du damit sagen, dass dein Vater eine neue Frau gefunden hat, sie nur noch nicht geheiratet hat? Er hat wenig Zeit. Ich muss mich sputen. Ich bin spät dran. Wie findest du übrigens sputen? Ist mein neuestes Wort. Dufte nicht? Du brauchst dich nicht zu sputen. Ich fahre dich in die Schule. Hier, setz dich. Prima! Warum? Hm? Na, ich bin mit Frau Zimmermann verabredet. Wieso verabredet ihr euch? Frau Zimmermann hat mich in der Kanzlei angerufen und um ein Gespräch gebeten. Also, wenn du mit der Zimmermann redest, macht dich ja was gefasst. Die hat überhaupt keinen Humor. Und wie äußert sich das? Wie sich das äußert? Er ist einfach nicht da. Keine Spur von Humor, von Lässigkeit. Und du weißt schon. Nicht genau. Ja, also, was wir haben, du und ich, dass wir über was lachen, dass wir was komisch finden, dass wir was nicht so ernst nehmen. Also, dazu ist die Null begabt. Aber wir haben das, ne? Du und ich. Die Zimmermann, die macht alles immer dick und wichtig. Also, wenn zum Beispiel jemand vom Pausebrot von jemand anderem abbeißt, ohne ihn zu fragen, dann ist das gleich Diebstahl. Mhm. Oder wenn jemand einen Namen schreibt, irgendeinen Namen, einfach so, der ihm gerade einfällt. Ja, das ist bei der Urkundenfälschung. Ja, es kommt ja wohl darauf an, wo man den fremden Namen hinschreibt, nicht? Und in welcher Absicht? Naja, war ja auch nur ein Beispiel. Aber denk dran, wenn du mit dir redest. Total humorlos. Entschuldigen Sie bitte, ich suche das Elternsprechzimmer. Können Sie mir helfen? Ja, den Gang runter und dann die erste Tür rechts. Rechts, links? Ja, da. Unterrichten Sie hier? Ja, ich bin Musiklehrerin. Also, das Elternsprechzimmer ist die erste Tür links. Danke. Bitte. Ich habe mir lange überlegt, ob ich mit Frau Krüger oder mit Ihnen sprechen soll, habe mich dann aber doch für Sie entschieden. Schließlich sind Sie Angies Vater und bis zur Heirat der Alleinerziehungsberechtigte. Bitte. Was für eine Heirat? Naja, ich weiß, Sie sind viel beschäftigt, aber... Mit Scheidung, aber doch nicht mit Heirat. Also Angie betrachtet die Dame jedenfalls schon als ihre Stiefmutter. Tja... Frau Krüger. Krüger? Ja. Krüger. Ich kenne keine Frau Krüger. Wer ist denn dann das hier, bitte?
Das ist Angies Heft? Ja. Was, sie hat eine 6 geschrieben? Ja. Und ich sollte das unterschreiben? Ja. Wissen Sie, ich möchte, dass die Eltern unterrichtet sind und dann nicht aus allen Wolken fallen, wenn später... Ich falle aber aus allen Wolken. Und statt meiner hat diese, wie heißt die? Karin Krüger unterschrieben. Nun seien Sie doch nicht so streng mit Ihrer Verlobten. Vielleicht ich habe keine Verlobte, bitte verstehen Sie das doch. Was wollen Sie damit sagen, dass Angie diese Unterschrift ganz einfach Das ist aber furchtbar. Das ist ein kindlicher Versuch, die Welt durch ein bisschen Mogeln wieder in Ordnung zu bringen. Doch, lieber Dr. Braun. Ich will das nicht dramatisieren. Also, ich wäre die Letzte, die Angies Mogelei, wie Sie es nennen, nicht verstünde. Aber ich sehe die Dinge leider ein bisschen komplexer als Sie. Wie sehen Sie das? Traurig und bedauernswert. Danke. Sehen Sie, Angie hat sich primär diese imaginäre Mutter nicht erfunden, weil sie einem Konflikt aus dem Wege gehen wollte. Sie hat sie letztlich erfunden, weil sie sich unbewusst nach einer Mutter sehnt. Kinder sagen gerade, wenn sie scheinbar lügen, sehr oft die Wahrheit. Naja, könnte es nicht auch so sein, Sie haben Angie in die Enge getrieben und sie hat dann einfach irgendeine Ausrede erfunden. Also jetzt machen Sie sich's ein bisschen sehr einfach. Und Sie verstehen, verzeihen Sie bitte vielmals, es ist ja auch nicht Ihre Sache, sondern meine, sehr wenig von der Psychologie des Kindes. Aber wenn Sie die Tatsache richtig interpretieren, dass Angie sich eine Mutter erfindet, dann kommen Sie vielleicht selber noch dahinter, was Ihre Pflicht ist. Sie meinen, ich muss wieder... Sie müssen überhaupt nichts. Sie sollten nur wissen, wonach Ihr Kind unterbewusst und deshalb umso stärker verlangt. Vielleicht nicht nur Ihr Kind, sondern auch Sie? Ja, bitte? Oh, entschuldigen Sie, Frau Zimmermann, ich wollte nicht stören. Sie stören überhaupt nicht. Wir sind doch wohl auch fertig, nicht wahr? Herr Dr. Braun? Ja, ja. Und, wie findest du Fräulein Schneider? Die kleine, süße Blonde aus dem Eckhaus? Doof und eingebildet. Und Frau Bergmann? Na, die wir neulich im Café getroffen haben. Ist die nicht verheiratet? Oh, die Ehe geht ganz schlecht. Unsere Kanzlei bearbeitet gerade die Scheidung. Wer will sich scheiden lassen? Ihr Mann. Na siehst du, außerdem würde ich keine Gebrauchte nehmen. Na ja, also ich bin ja schließlich auch gebraucht. Das bisschen. Sag mal, wie bist du eigentlich in Musik, Schlecht. Die Sommer kann mich nicht leiden. Ach, das bildest du dir nur ein. Was? Ach, ist doch egal. Auf jeden Fall kann ich sie nicht leiden. Das war schade. Die Schauspielerin, die wir neulich im Film gesehen haben, wie hieß sie noch? Jane Fonda. Die würde doch gut zu uns passen. Na, da bin ich im Prinzip ganz deiner Meinung. Wir können ja mal eine Heiratsanzeige aufgeben. Vielleicht antwortet Jane Fonda darauf. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, ist gut. Also, fangen wir mit mir an. Schieß los. Intelligenter, Naja, wie würdest du mich denn beschreiben? Gut aussehender Mann? Gut aussehender Akademiker? Selbstständig? Nicht unvermögend. Sag mal, woher weißt du eigentlich, wie man solche Texte formuliert? Ich lese gerne Heiratsannoncen. Also, gut aussehender Akademiker, selbstständig, nicht unvermögend, zärtlich, kunst- und naturliebend, sportlich kultiviert. Gut, also, und jetzt kommst du. Wie wollen wir dich beschreiben?
Mit 13 der Tochter, in Klammern 12. Mehr würde ich gar nicht schreiben. Das sagt eigentlich alles. Mit 13 der Tochter, in Klammern 12, sucht, na was nun? Sucht schöne, liebe, geile Frau zur späteren Heirat. Sag mal, was für eine Frau? Schöne, liebe, geile Frau zur späteren Heirat. Was meinst du damit, geil? Die Jungs sagen das immer, die Größeren. Die ist aber geil. Also gut, sucht schöne, liebe, geile Frau. Zur späteren Heirat. Du hast die Orchidee vergessen. Oh, ich hab nur zwingend. Darf ich Ihnen etwas zu trinken bestellen? Das Champagner wäre entzückend. Ja, bitte. Champagner, wenn Sie einen kleinen. Management ist eine Frage des Charisma, der Faszination, des Stils letztlich. Das Exzentrische, nur das Exzentrische setzt sich durch. Würden Sie mir bitte Feuer geben? Zum Beispiel auf der Messe in Mailand. Eine Menge italienischer Schnickschnack natürlich. Schick im Styling, aber cheap in der Qualität. Moment. Darf ich dich was fragen? Was denn? Warum könnt ihr meinen Musikunterricht nicht ausstehen? Musik? Aber wir lieben Musik. Ich rede nicht von Musik, ich rede von meinem Unterricht. Bei Ihnen haben wir doch Musik. Warum weichst du mir aus? Ah, da kommt er ja. Oh, das ist so eine Überraschung. Tag. Ihr kennt euch? Flüchtig. Ja, flüchtig. Darf ich? Ja, bitte. Hattest du nicht eine geschäftliche Verabredung? Ja, schon, aber warum fragst du? Tja, also, Sie sind Angies Musiklehrerin. Keine sonderlich erfolgreiche, fürchte ich. Wieso? Angie hat doch eine sehr schöne Stimme. Das ist wohl weniger mein... Sagen Sie, welches ist eigentlich Ihr
Lieblingskomponist? Nein, nein, sagen Sie nichts. Lassen Sie mich raten. Chopin. Ja? Sag mal, Angie, bist du nicht mit deiner Freundin Susi verabredet? Gut, dass du mich dran erinnerst. Wiedersehen, Fräulein Sommer. Wiedersehen, Angie. Viel Spaß. Ja. Papi, hattest du nicht auch eine Verabredung? Ja, grüß dich, Susi. An dem Morgen, als wir uns getroffen haben in der Schule. Als wir uns getroffen haben in der Schule, da wollte ich zu Frau Zimmermann. Ja. Und was, na? Wie war's? Wie war was? Na, hör mal. Es ist 2:30. Was habt ihr so lange gemacht? Also, eine Gegenfrage. Wieso bist du noch wach? Glaubst du, ich kann an einem solchen Tag schlafen? Wie gefällt sie dir? Wer? Sehr gut. Habe ich dir doch schon gesagt an dem Tag, als ich sie damals in der Schule gesehen habe. Du hast gar nichts gesagt. Und ich habe auch nicht gewusst, dass du sie schon mal gesehen hast. Aber ich verstehe. Was verstehst du? Liebe auf den ersten Blick. Warum haben wir denn überhaupt diese blöden Heiratsannoncen aufgegeben? Na hör mal, das war doch deine Idee, oder? Ich konnte ja nicht wissen, dass dein Herz schon in Flammen stand. Erika von Schönau. Ein verliebter Mann ist blind wie ein Maulwurf, heiß wie das Innere der Erde und rücksichtslos wie ein Taifun. Erika von Schönau, ja. Rücksichtslos? Wieso bin ich denn rücksichtslos? Es ist dir ganz egal, dass ich die Schule wechseln muss. Und wieso musst du die Schule wechseln? Ich gehe nicht auf eine Schule, wo meine Mutter unterrichtet. Bitte, fahr nicht zu schnell. Darf ich aussteigen und nebenher gehen? Dabei, dass wir in den Ferien nach Marrakesch fliegen? Das habe ich dir doch versprochen. Ist so ein Flug sehr teuer? Hm, nicht sehr. Könntest du es dir vorstellen, dass wir zu dritt dahin fliegen? Mit Elfie? Ich denke, du kannst sie nicht ausstehen. Das waren so Vorurteile. Guck mal, dann wären wir eine richtige Familie. Vater, Mutter und Kind. Und wir könnten uns kennenlernen und alles ausprobieren, wie das so klappt. Mhm. Ich meine, vielleicht ist Elfie ja doch eine Zicke oder ein Hosenscheißer, irgend sowas. Ja, und das könnten wir dann feststellen, ehe es zu spät ist. Also, ich werde mir das überlegen. Jetzt schlafen wir erst. Ich krieg noch einen Gute-Nacht-Kuss, den von gestern. Gute Nacht. Schlaf gut. Und jetzt den von heute. Jetzt den von heute.
Tag von Herrn Sommer. Was ist los? Ist was passiert? Nein, gar nichts. Ich wollte Sie einfach nur mal besuchen. Oh, das ist aber lieb. Ja, komm doch rein. Schön hast du es hier. Danke. Entschuldige, wenn ich du sage, aber ich möchte so gerne. Darf ich? Natürlich darfst du. Setz dich da. Hat dir Papi schon von unserer Reise erzählt? Nach Marrakesch? Mhm. Ja. Er hat mich gefragt, ob ich mitkomme. Er hört sich ja recht, wenn er meint, dass man sich so näher kennenlernt, aber ich weiß nicht recht. Marrakesch, das ist so weit und ich habe so furchtbar Angst vorm Fliegen. Naja, das gibt sich, wenn du ein paar richtige Flüge hinter dir hast. Ja, das glaube ich auch. Letztes Mal zum Beispiel, da sind wir in Gewitter gekommen. Das hat den Vogel durchgerüttelt, dass sie Hören und Sehen vergingen. Mal runter wie ein Stein und dann mit einem Ruck wieder hoch. Schlimmer als wilde Maus fahren. Fährst du auch so gerne wilde Maus? Nein. Die Hälfte der Passagiere hat gekotzt. Entschuldige, sich übergeben. Ich habe immer nur auf die Tragflächen geguckt. Und jetzt müssen sie abbrechen, habe ich gedacht. Aber nichts war. Oder der andere Flug. Casablanca. War das eine uralte Propellermaschine? DT-3, glaube ich. Da gucke ich gerade aus dem Fenster und was sehe ich? Ein Motor brennt. Ich rufe den Steward und zeige auf die Flammen und auf den Rauch. Aber der wird nur ganz ruhig warten und sagt, ich bin nur für Getränke zuständig. Naja, wenn du ein paar solcher Flüge hinter dir hast, ist die Angst vorbei. Ja, sicher. Linienmaschinen sind ja harmlos. Du solltest die kleinen Einmotorigen sehen, die wir in Afrika chartern. Die sind mit Draht und Heder zusammengeflickt. Und jedes Mal meinst du, es ist der letzte Flug. Aber dann ist es doch der vorletzte. Wieso chartert ihr Flugzeuge? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist es im Auto zu gefährlich. Was ist gefährlich? Naja, Papi hat immer Geschäfte in Afrika. Und da müssen wir immer über Grenzen. Und die Pässe sind auch nicht immer gut gemacht. Pässe? Ja, Reisepässe. Hast du etwa nur einen? Ich habe nur einen Personalausweis. Und dann lass dir mal schnell einen Satz Fotos machen. Damit Papi Pässe für dich besorgen kann. Also, was wollte ich erzählen? Ja. Wir sind nachts über eine Grenze, Libyen oder Algier, ich weiß nicht mehr genau. Und plötzlich ist da eine Patrouille. Und wir, nichts wie Vollgas und ab in die Wüste. Die natürlich hinterher. Und auch gleich geschossen. Na, 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 Algier. Nun ist aber gut, ne? Naja, daneben nicht geschossen. Was für Geschäfte macht denn dein Vater in Afrika? Ich weiß nicht. Davon verstehe ich nichts. Ja, und warum nimmt er dich mit bei solchen Sachen? Verstehst du das nicht? Nein. Ein Mann mit Tochter in Ferien, das wirkt doch harmlos. Da denkt doch jeder, wir sind Touristen. Ja, und wenn du dann noch mitkommst, das ist perfekt. Dann sind wir eine Urlauberfamilie. Wie die Müllers oder die Meyers oder die Schmidts. Ich verstehe. Du kommst also mit? Ich weiß nicht, ich werde mit deinem Vater darüber reden. Aber sag ihm nicht, was ich dir erzählt habe. Ich darf natürlich nicht reden über solche Sachen. Aber ich dachte mir, wo du doch bald zur Familie gehörst. Also, du erzählst ihm nichts, versprochen? Erzähl mir etwas von deinem Beruf. Na, ich weiß nur, dass du Rechtsanwalt bist, aber es gibt so viele verschiedene Rechtsanwälte. Wie viele kennst du?
Ich meine, es gibt Strafverteidiger und Scheidungsspezialisten und Rechtsanwälte für Verkehrssachen und juristische Berater von Firmen und... Also das ist so. Wir sind 3 Anwälte in der Kanzlei. Und im Prinzip kann natürlich jeder alles machen. Aber natürlich hat auch jeder so seine besonderen Interessen. Krüger zum Beispiel hasst Strafprozesse und liebt Verträge. Ebert mag keine Verträge und reißt sich um Verkehrssachen. Ich mache höchst ungern Scheidungsprozesse und kenne mich ein bisschen aus im internationalen Recht. Das klingt interessant. Was machst du da zum Beispiel? Also, im vorigen Jahr haben deutsche Anleger in Ölbohrungen investiert. In Tunesien. Das war eine ziemlich knifflige Angelegenheit und es hat nicht wenig Arbeit gekostet, hieb- und stichfeste Verträge auszuarbeiten. Du warst in Tunesien? Ja, 2-mal. Das waren knallharte Burschen, die keinen Trick und Versuch gelassen haben. Aber du bist ihnen entkommen. Entkommen? Wie entkommen? Hat man nicht versucht, dich zu ermorden? Also, Effi, ich glaube, du siehst zu viele Kriminalfilme. Ich meine, ich habe es zwar mit knallharten Geschäftsleuten zu tun, aber doch nicht mit Gangstern. Ja, also, manchmal ist die Grenze da fließender, als man denkt. Zwischen Verbrechern und Rechtsanwälten. Also, Moment mal, Effi. Ich glaube, du hast eine ziemlich merkwürdige Vorstellung von meinem Beruf. Wie kommst du eigentlich dazu? Man hört so einiges. Man hört? Von wem? Ich weiß, ihr Rechtsanwälte seid schlau. Guten Abend. Ihr tarnt euch gut. Tarnen? Als was? Hallo. Hallo. Wie geht's dir denn, mein Lieber? Danke, gut. Oh, pardon. Ja, darf ich bekannt machen, das ist Peter Waldau, Elfi Sommer. Du musst mich unbedingt besuchen. Das heißt, ihr müsst mich unbedingt besuchen. Ich habe mir in Cap Ponti eine Yacht gekauft, eine Traumyacht. Ah ja? Ja, also gerne. Aber zunächst fliegen wir mal nach Marokko oder vielleicht auf dem Rückweg. Geschäftlich? Nein, ganz privat. Naja, wie auch immer. Bonne Chance. Vielen Dank. Den kenne ich doch aus der Zeitung. Ah, ist schon möglich. Ist das nicht der... Der hat ein paar Leute, denen es nicht allzu weh tut, mal ein paar Millionen geliebt. Gewas? Gebracht. Der ist immer noch in Freiheit. Er hat einen guten Rechtsanwalt. Pardon, Monsieur. Gibt Komplimente an den Walter. Darf ich? Nein. Was ist denn? Ich möchte gehen. Also, vielen Dank. Die Rechnung bitte. Jawohl. Herr Braun, Sie wissen, dass ich heute zum Zahnarzt muss. Ich lasse die Tür offen, damit Sie das Telefon besser hören können. Haben Sie denn gehört, was ich gesagt habe? Wie? Ja. Also dann, tschüss, bis später. Du bist es, Schwesterherz. Was? Geht es Mutter so schlecht? Ah ja, das verstehe ich. Ich kann auch keinen Menschen im Zimmer ertragen, wenn ich krank bin. Gibt es denn da kein Einzelzimmer? Dann eben in die Bassauer Klinik. Also, ich bestehe darauf, sie wird umgelegt. Ja, ich zahle dafür. Das ist mir ganz egal, legt sie um. Oder ich komme selbst drüber und kümmere mich darum. Okay. Tschüss. Ist da jemand?
Effi. Effi, ich höre doch, dass du da bist. Was mit dir los ist. Ich weiß alles. Was weißt du? Marokko und Marrakesch. Algier, Casablanca, Tunis. Ahmed, alles. Wovon redest du? Angie hat mir alles erzählt. Ich habe ihr versprochen, nichts davon zu sagen. Du willst mich nur benutzen. Was hat Angie dir erzählt? Was ihr zusammen gemacht habt in Afrika. Aber Angie war doch nie in Afrika. Nie in ihrem Leben. Und die Kasbah von Rabat, der Hafen von Oman und die Piste nach Timbuktu und die Oase in Kabylie, das kann sie ihr Kind doch nicht aus den Fingern saugen. Ach, mein armer Liebling. Angie wollte dir Angst machen. Absichtlich. Versteh das doch. Warum? Warum sollte sie sowas tun? Na, weil sie selbst Angst hat. Angst, mich zu verlieren. Es ist ja nicht nur Angie. Ich habe ja auch nicht alles geglaubt, was sie erzählt hat, aber dann... Dann habe ich selbst gehört, wie du gesagt hast... Was habe ich gesagt? Man soll sie umlegen. Ach, du meinst meine Mutter. Aber Elfi, Elfi, versteh das doch. Sie ist krank. Angie, hast du Elfi das alles erzählt? Das, was hier drin steht. Ich hab mir angesehen, was du liest. Mit Karate, Messer und Pistole. Der Clan der Magier. Poker des Teufels. Das darf doch nicht wahr sein. Du wolltest Elfi Angst machen. Du hast das alles nur gelesen, um Elfi Angst zu machen. Gib es zu. Was in Büchern steht, ist doch immer wahr. Was kann ich dafür, wenn sie so eine Schisserin ist? Angie. Es gibt Menschen, die sind sehr ängstlich, scheu, vorsichtig. Und das ist kein Fehler. Du hast mit deinen Geschichten die Elfi total verunsichert. Du hast aus mir einen Gangster gemacht. Das ist zu weich. Es war sehr schwer, ihr klarzumachen, dass du die Geschichten alle nur erfunden hast. Also, bevor wir nach Marrakesch fliegen, gehst du hin und entschuldigst dich. Ist das klar? Ist was passiert? Das sehen Sie doch! Du, was kaputt hier? Kaputt? Nein. Oh. Wo du wohnen? Wittelsdacher Straße 14. Warum? Weil ich dir neue Kleid kaufen möchte. Hallo, Elfi? Hier, Angie. Ich muss dich unbedingt sprechen. Ganz dringend.
Es geht um Papi und um uns. Heute Nachmittag? Um 5? Nein, 7 geht gar nicht da. Ja, 5, aber nicht später. Ja, bei uns. Danke, Elfi. Tschüss. Gefällt dir die Musik? Nicht sonderlich. Soll ich was anderes auflegen? Wie du möchtest. Wie du möchtest. Du bist der Gast. Ja, leg bitte etwas anderes auf. Das macht mich nervös. Elfie, ich muss dir was sagen. Ja? Diese Geschichten aus Afrika, die sind alle erstunken und erlogen. Das weiß ich. Ich war nie in Afrika. Nicht ein einziges Mal. Und warum hast du das alles erfunden? Ich weiß nicht. Frag mal die Zimmermann. Und die würde das erklären. Unterbewusstsein und so. Du willst mich nicht als Mutter. Ist es das? Ich habe einfach so viel Fantasie. Frag mal die Zimmermann. Pass auf. Ich zeig dir mal meinen Pass. Du wirst sehen. Kein einziger Stempel aus Afrika. Was ist mit den anderen Pässen? Was für andere Pässe? Na, ich hab doch mehrere. Das hast du mir doch erzählt. Alles erfunden. Das weiß ich. Warum? Warum schaust du so auf meinen Berberschmuck? Der kommt nicht aus Afrika, sondern aus der Türkenstraße. Da gibt's genug solcher Läden. Sag ich doch die ganze Zeit, dass ich nie in Afrika war. Klar sagst du das. Aber du willst um alles in der Welt nicht, dass ich das glaube. Du möchtest nicht, dass ich mit nach Marrakesch komme. Aber du irrst dich. Ich komme mit. Mich kannst du damit nicht ärgern. Es war ja meine Idee, dich einzuladen. Ja, damit du mir Angst machen konntest. Das brauche ich nicht. Das machen schon andere. Entschuldige, ich bekomme Besuch. Mareiko. Grüß Gott. Ich, wie ich versprochen, ich komme, ne? Ich habe Kleid für dich. Vielen Dank. Kommen Sie doch herein. Reizend. Ganz entzückend, dieser Moment, Schatz. Aber nicht mit mir. Sie können Ihre Faschingskostüme wieder einpacken, meine Herren. Wirklich komisch. Ist die deine Mutter? Nein. Fein hast du dir das ausgedacht. Betttuch um, Bart angeklebt. Fertig ist der Araber. Aber darüber reden wir noch mit deinem Vater. Und Sie können wieder gehen. Sie haben Ihre Rolle sehr gut gespielt. Wirklich. Raus jetzt! Hagam Schwaola, Herr.
Nichts. Zu Hause ist sie nicht, hier ist sie nicht. Vielleicht ist sie unterwegs. Seit 2 Stunden. Sag mal, Angie, sag die Wahrheit. Hast du ihr auch wirklich alles erzählt? Ja. Hast du ihr gesagt, dass du überhaupt nicht in Afrika warst? Ja. Angie, sieh mich an. Hast du ihr gesagt, dass die Geschichten alle erfunden sind? Erstunken und erlogen, habe ich gesagt. Zürich und Marrakesch. Flugsteig A2. Final Call Swissair 349 zu Zürich und Marrakesch. Exit A2. Fliegen Sie auch nach Marrakesch? Nein, nach Zürich. Warum fragst du? Nur so.